Bei uns gibt es heute Ramsülzen, ein Bauernenten auf Blaugrautsalat und ein Kartoffelgangerl. Ramsülze also und Bauernente. Und das, was Herr Schubeck so einfach als Kartoffelgangerl bezeichnet hat, entpuppt sich als Rahmsuppe mit frischen, weißen Trüffeln. Nur ein Auszug aus der Karte, die lieber ein bisschen untertreibt, als den Gast mit großen Versprechungen zu enttäuschen. Tief in der Provinz liegt das Waginger Kurhausstüberl. 1,5 Autostunden von München entfernt, schon fast an der Grenze zu Österreich. Trotzdem hat das Haus zahlreiche Stammgäste. Und die wissen, warum sie selbst eine weite Anreise auf sich nehmen. Aus dem ehemaligen Geheimtipp hat sich in den letzten Jahren ein Anziehungspunkt für Feinschmecker entwickelt. Die Besinnung auf das Angebot regionaler Spezialitäten sowie das Weglassen von kurzlebigen Modetrends machen das Kurhausstüberl zu einem doch sehr bayerischen Lokal. Der Erfolg spiegelt sich nicht nur in zahlreichen Auszeichnungen wider, die Alfons Schubeck erhalten hat, sondern vor allem in der Zufriedenheit seiner Gäste.